Nein, ich bin nicht schwanger, sondern ich habe heute mit dabei von Ghosthood einen Tarnumhang, Tarnponcho, und damit gehen wir heute Bogenschießen. So, dann ziehen wir, werfen uns mal rüber. Schauen wir mal, wie das dann am Ende aussieht. So. Sehr interessant oder sehr detailverliebt finde ich, und super sind diese Schlaufen direkt für den Mittelfinger. So, ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Rückenteil. Das ist ein bisschen kürzer geschnitten als der vordere Teil. Der vordere Teil geht mir bis knapp zum Knien. Und der hintere Teil, also ein bisschen über die Hüfte. Er ist so ein bisschen angeschnitten. Somit hat man so kleine Ärmel. Ja, das ist ziemlich cool. So, jetzt setzen wir uns noch die Kapuze auf. So, jetzt bin ich relativ getarnt. Also wir haben hier einen Sehschlitz jetzt nicht mit dem Netz verdeckt. Somit kann man meine Augenpartie halt sehen. So, den vorderen Bereich kann man hier so ein bisschen noch verlängern über den Ausschnitt. Ja, und somit gehen wir jetzt mal einen Bogen schießen. Mal sehen, ob das klappt. Ich habe meinen kleinen Takedown-Reiterbogen dabei. Drei Pfeile ohne Köcher. Ich halte sie ja sowieso lieber direkt am Bogen. So, ein kurzes Fazit. Also Bogenschießen funktioniert mit dem Ding super. Also ich bleibe selten beim Schuss, beim Lösen irgendwo hängen. Auch der Pfeil, auch die Sehne ratscht nicht irgendwo ran, was den Pfeil so ein bisschen ablenken würde. Das ist alles wunderbar. Auch so vom Tragen her super. Klar, es wird warm darunter. Ich meine, ich habe jetzt noch den Anorak drunter. Würde ich wahrscheinlich
beim nächsten Mal eher weglassen, dann wird es ein bisschen atmungsaktiver. Die Tarnung ist natürlich jetzt zur Zeit noch nicht so, weil wir Herbst haben, kurz vor Winter, wird wahrscheinlich im Frühjahr, Sommer von der Tarnung wesentlich effektiver noch sein. Aber was ich auch schon in der Vergangenheit mir immer wieder aufgefallen ist, selbst wenn ich nur grün unterwegs bin und dann stehen bleibe und mich gar nicht bewege, die Leute sehen mich nicht. Und jetzt hiermit wahrscheinlich, wenn ich stehen bleibe, nichts mache, wenn die Leute mich auch nicht so wahrnehmen. Geiles Teil, auch so, das Material ist total ruhig, leise, man hört nicht viel. Ja? Also gerade auch für einen Jäger auch bestimmt mal interessant. Jetzt hier bei uns auf dem Bogenparcours können natürlich die Plastiktiere nicht weglaufen. Die können sich also auch nicht erschrecken. Aber insgesamt fand ich das jetzt so für die erste Runde gar nicht mal so schlecht.